Das neueste Projekt Kongo, beziehungsweise wir haben ja Partnerinnen im Kongo, also als Hauptpartnerin die Organisation KAIF in Goma, in Nord-Kivu, die wir seit vielen, vielen Jahren finanziell unterstützen, haben jetzt gerade gemeinsam ein Projektzentrum dort aufgebaut, auch mit Unterstützung vom BMZ, und unterstützen 4 weitere kleine Grassroot-Organisationen im Osten Kongos, die sehr, sehr viele vergewaltigte Frauen unterstützen, und haben eine Untersuchung gemacht im Osten Kongos vor 2 Monaten durch 2 Kölner Kolleginnen, um nochmal gezielt zu sehen, welche Hilfen für vergewaltigte Frauen laufen bereits, haben das festgestellt, was wir fast überall feststellen, dass kaum Koordination zwischen den einzelnen Akteuren und Akteurinnen läuft, und werden da auch nochmal jetzt gezielt viel mehr Fortbildung hinbringen, weil die Frauen da Fortbildung und nochmal Fortbildung brauchen, um zu wissen, wie sie mit diesen schwerst traumatisierten Frauen in Kongo, und jetzt ist ja gerade wieder auch eine neue Kriegswelle, also mit den schwerst traumatisierten Frauen, wie sie mit denen arbeiten können und vor allem auch, wie sie sich selbst schützen können in dieser schweren Arbeit. Das ist jetzt natürlich eine Frage auf vielen verschiedenen Ebenen, weil wir natürlich von gemeinsamer Menschenrechtsarbeit punktuell mit Human Rights Watch oder mit Amnesty über gemeinsame Facharbeit mit Fachorganisationen in Deutschland, also vor Ort und auf vielen verschiedenen Ebenen kooperieren und da Unterstützung bekommen. Wir sehen, dass dieses Thema aber immer wieder schwierig auch bei internationalen und deutschen Organisationen anzubringen ist, und es, denke ich, auch mit ein Verdienst unserer Organisation war über die vielen Jahre, dass wir das Thema auch in Deutschland etabliert haben und dass auch deutsche Organisationen gemerkt haben, dass sie das Thema nicht mehr von der Agenda wegtun können. Das ist oft nicht unbedingt so freiwillig gelaufen, sondern da war ordentlicher Druck von unserer Seite her notwendig. Wenn Sie mich jetzt als Aktivistin fragen, welche Unterstützung wir brauchen, wenn das auch Ihre Frage war, dann sage ich natürlich hier, sich zum Beispiel der Berliner Aktionsgruppe anzuschließen. Es gibt eine ganze Fülle von Möglichkeiten. Auf unserer Homepage sind ganz viele Ideen aufgeführt, wo eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Was wir brauchen, ist zum einen natürlich einfach Geld. Also das heißt Geld, damit wir weiterarbeiten können, damit wir langfristig planen können. Das ist ja unser Problem immer wieder, dass wir selbst vom BMZ, was ja nun jetzt mehrmals anerkennend erwähnt wurde, auch da gibt es oft einfach nur für 2 bis 3 Jahre Geld. Aber was ist nach 3 Jahren? Wir können doch die Arbeit nach 3 Jahren nicht aufhören. Okay, dann haben wir immer wieder die Möglichkeit, einen Folgeantrag zu beantragen. Ist nicht klar, ob der wirklich durchgeht. EU-Anträge sind eine Sache für sich, da sitzt eine Person wochenlang, bis der geschrieben ist, da wartet man ewig, bis er durchgeht, und dann, wenn er wirklich akzeptiert wird, kann man wieder eine Finanzperson einstellen, die den abrechnet. Dann gibt es immer wieder die Situation, gerade auf Auswärtiges Amt, dass wir einen Antrag einreichen, die Gelder zugesagt bekommen und es dann wegen Haushaltssperre oder anderen Gründen 3 bis 4 bis 5 Monate dauert. Wir müssen doch Gehälter vor Ort zahlen, wir können doch nicht sagen, in Deutschland ist Haushaltssperre. Also das heißt, wir haben immer wieder Probleme von schon zugesagten Geldern, und dann müssen wir doch trotzdem dieses Geld eben haben, um es vorstrecken zu können. Für uns ist sehr schrecklich, von einem Jahr zum anderen nur Haushalt zu machen und zu planen. So kann eigentlich eine Menschenrechts- und Traumaarbeitsinstitution nicht langfristig planen. Daher ist es wirklich für uns wichtig, auch gerade Spendengelder sind natürlich sehr viel einfacher zu handhaben als die schwierigen Anträge. Unser Ansatz ist etwa halb-halb, also halb öffentliche Gelder über solche Anträge, und mit der anderen Hälfte, noch lieber hätten wir 60% Spendengelder, das würde uns noch ein bisschen freier gestalten. Also Geld sicherlich ein wichtiger Punkt, aber nicht nur, Aufklärung. Sie können Material mitnehmen, Sie können anderen Leuten von unserer Arbeit berichten. Sie können sich zum Beispiel heute Abend vornehmen, 5 Leuten erzähle ich, wenn ich nach Hause gehe oder in den nächsten Tagen auch an meiner Arbeitsstelle oder in meinem privaten Kreis erzähle ich 5 Leuten von der Arbeit.
bringe denen Material und sage, tu auch was, in welcher Form auch immer. Also das ist für uns natürlich auch, sie sind für mich alles Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Denn wenn sie überzeugt davon sind, dass unsere Arbeit gut ist, dann können sie multiplikatorisch wirken. Wir haben ja selbst mit einer sehr fleißigen Öffentlichkeitsarbeit gar nicht die Möglichkeit. Die Medien haben bis vor 2 Wochen sehr viel über unsere Arbeit nur noch berichtet. Immer wieder, wenn nur was Schreckliches Neues passiert ist, haben die Medien über unsere Arbeit was geschrieben. Das hat sich natürlich vor 2 Wochen verändert, weswegen wir auch diesen Hype sehr gerne genutzt haben und wirklich ich deswegen auch meine Kosovo-Reise verschoben hatte, weil der 1. und 2. Oktober einfach toll war. Und ich meine, da muss man natürlich dann auch innerlich manchmal schlucken, wenn dann Fragen kommen wie, Sie tun diese Arbeit seit 15 Jahren quasi, warum weiß ich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nichts davon? Da kann ich nur sagen, ja okay, also an uns lag das nicht. Aber wir versuchen jetzt natürlich auch längerfristiges Interesse zu wecken, weil diese Chance haben wir nicht mehr.